Da steht ein Riesengerät mitten in der Gegend rum. Und es ist nicht von uns. Es ist mal zur Abwechslung nicht von uns. Hallo Leute, hallo Fabian. Hallo Dennis. Wir spielen Farlow und Sales weiter und es ist Folge 7. Es kann eigentlich nur eins bedeuten. Es geht alles schief, so wie immer. Ich meinte eigentlich, alles tut alles frutti. Wie immer, ne? Ja. Alles gut, alles gut. Gut, wir sind in diesem riesen Laufschiff letztes Mal gefahren ein Stück. Es war eine sehr epische, schöne, coole Szene. Allerdings ist es zu einem jähen Ende gekommen nach ungefähr 200 Metern, weil dann der Strom alle war. Und plötzlich das gesamte Gerät angefangen hat, Feuer zu fangen. Du kommst nicht weit genug? Ich komme nicht weit genug. Nee. Das ist... Kann ich den ziehen? Schlecht. Nee. Mm. Not a Rayleigh. Okay. So, richtig Gas geben. Richtig Gas geben und dann hier mit Steam durch. So, einhaken. Und Action! Ja. Yo. This works. Oh. Na, ja. Ja. Gut, löschen musst du trotzdem noch. Ich dachte, das wird jetzt dann einfach ausgeblasen von der unglaublichen Energie, die du mitbringst, aber wollte nicht. Okay, von oben. Ja, du kannst das Spiel halt nur so gewinnen, wie das Spiel will, dass du es gewinnst. Es ist auch okay. Du musst den Regeln, the rules of engagement, musst du folgen. So, als ob dieses kleine bisschen Wasser... Wo kommt eigentlich das Wasser her? Ich kann sterben, Dennis. Das haben wir dann jetzt auch etabliert. Ah, ich wach dann aber einfach in meinem Bett auf. Und damit ist eine Energie gelöscht. Sehr gut. Was? Ja, okay. Okay. Ich akzeptiere das jetzt einfach. Es ist so. Ich kann mir da jetzt gerade keine. Es ist zu warm draußen, um mir jetzt Gedanken über so Logik-Sachen zu machen. Und er hat mich einfach reingezogen. Nee, okay. Okay. Vielleicht, von unten probier ich es nochmal zu löschen. Drückst du einfach auf den Knopf? Vielleicht springst du einfach nur drauf und drückst auf den Knopf? Auf die Energie? Ich weiß nicht, ja. Ich hätte auch noch die andere löschen wollen, aber ich probiere es einfach mal. So, die gehen dann einfach runter. So ein bisschen. Ja. I see. Wiener. Okay. Ja. Dann also den auch noch löschen von unten. Obwohl das eben nicht ging, aber. Muss ja anscheinend. Ja, es wirkt gerade ein bisschen komisch, also es sei denn, wir wissen einfach nicht so richtig, was wir hier tun. Ja, oder ich habe den Strahlen 2 Meter zu weit, ja. Es scheint zu funktionieren. Top. Die Wette gilt. Top, die Fette quillt, heißt das. Okay, und jetzt? Na, ich schätze mal, dass das ein Energiecontainer ist, den ziehe ich jetzt in die Energie rein, dann stoppe ich das und dann fahre ich es runter. Ah. Hätte ich jetzt gesagt. Rückwärts, okay. Gut, die Frage ist, warum sind da 2 Container und nur eine Batterie? Wir werden sehen, wenn der erste Energiecontainer runtergefahren ist. Vielleicht hättest du es... Achso, vielleicht können wir uns jetzt einen zweiten holen. Ja. Also ich konnte es gar nicht weiterziehen, weil da der Haken abgegangen ist. Ah. Na dann. Power... Action? Oder gibt es da auch wieder irgendein Achievement vorne? Nee, ich wollte nur an die Zeichnung vorne rangucken. Ja. So ein bisschen Apokalypse, Tornados und die Okomotive ist... Also es ist aber schon so ein bisschen archenmäßig, ne? Ja, alles geht unter, alles überall Apokalypse, Umweltkatastrophen und vorne das stolze Überlebensschiff sozusagen. Es hat schon was von Snowpiercer, von dem hervorragenden Film aus Korea. Jetzt fahren wir auch weiter, nachdem wir... Laufen. Wir laufen weiter. Okay. Aber nicht lange, denn die Energie reicht für ungefähr 200, 300 Meter. Ich habe eine Ahnung, warum sie tot sind. Ich auch. Es ist ein ziemlich dämliches Gerät. Also es ist so, als würdest du einen riesigen Flugzeugträger bauen und den aber mit einem Kohleofen betreiben. Das ist so. Eine sehr gute Idee. Am besten ein Flugzeugträger, der nicht schwimmen kann. Weil... Ja, der laufen kann. Nur. Ja. Mit 2500 Leuten an Bord. Also so ein Flugzeug wäre hier vielleicht auch eine sehr gute Idee gewesen. Ja, irgendwie haben sie elaborierte, hochentwickelte Steampunk-Fahr- und Lauftechnik entwickelt, aber keine Flugzeuge. Apropos Lauftechnik, wir werden auch gleich wieder in Flammen aufgehen. Juhu.
wie sie so sagen. Ja. Jetzt kommst du da gar nicht mehr durch. So, jetzt haben wir keine Energie mehr. Du kannst nochmal die Glocke an. Genau. Die bringen nämlich, also kleine Gegenstände bringen immer einen halben Energie. Ja. Tank voll. Und Fässer einen vollen. Deswegen genau. Haben wir da jetzt etwas. Achso. Ja, den hängen wir mal da oben an. Und jetzt müssen wir natürlich wieder Energie suchen. Dann gehen wir doch einfach mal hier runter. Schweben. Da ist Energie. Da kommt Dampf raus. Sollte mal vielleicht jemand auf Steam drücken. Okay. Ja, wir sind hier leider alleine. Also wenn es einer machen kann, dann du. Oh, immer ich. Ja. Du hast gut zu tun. Okay, das ist mal eine Box, die ich nicht anheben kann. Ja, aber du kannst schieben. Das ist sehr. Ach, es ist hier ja Eisphysik. Du meinst so Rutschi Rutschi? Ja. Wie in irgendeinem Mario-Spiel oder so. Da machen die das ja auch gerne mal. Du und deine Mario-Spiele. Entschuldigung, ich dachte, ich komme mit einem Beispiel, was jeder kennt. Komm doch mal mit. Die Winde reicht bis zu unten. Muss. Ja, immer so lang, wie sie gerade soll. Ne? Genau. An der Stelle. Weil kürzer wäre dümmer. Kürzer ist immer dümmer. Nein, nicht immer. Okay. Zum Beispiel Legislaturperioden von dummen Politikern. Stimmt. Die hätte man gerne kürzer. So, ziehen, dann zieh! Ziehen, ziehen, ziehen. Oh, es ist lahm. Weil ich mal ein bisschen. Düm, 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 düm. Okay, ich glaube, so funktioniert eine Winde nicht. Windenphysik. Ja, wir haben schon festgestellt, dass Physik in Farlon Sales nicht unbedingt ganz groß geschrieben wird, obwohl es ein Hauptwort ist. Eher klein geschrieben. Weil es nicht so wichtig ist. Ja. Gut, so, dann 100 damit. 100 damit. Und dann wieder Power An. Dann laufen wir mal weiter. Ein Glück ist diesmal die Startersteuerung hier. Hm. Er ist runtergefahren von oben. Ja, aber warum? Weil das so muss, weil sie schon wissen, dass es... Oh, der Energiecontainer war aber mal nicht so. Der füllt sich gerade auf. Der hat sich gerade aufgefüllt. Der war eben noch viertelvoll, jetzt ist er schon über halb. Mensch, endlich läuft die Maschine mal und der Energievorrat wird mehr. Mal richtig rum, ne? Ja. Ja. So, dann fahren wir mal weiter, würde ich sagen. Ein bisschen geradeaus, bevor wir an der Station Sehnsucht ankommen. Ja. Hoffentlich ist es nicht die Endstation. Ich habe nicht volle Power, weil ich gesehen habe, dass da vorne immer noch zu ist. Ja, das wird erst aufgehen, wenn wir irgendwo ankommen. Schätze ich auch mal. Die Frage ist, wenn man so schnell irgendwo ankommt, du gibst nicht voll Power, ne? Ich habe. Ja, fast. Es brennt. Ja. Das Fass brennt. Und das ist kein Explosivfass. Das Fass ist verbrannt. Wir haben einmal Treibstoff verloren. Alles nur wegen dir. Geil! Ja, aber warum baut man denn eine Maschine, die nur so einen Kilometer weit laufen kann und dann wieder irgendwo ankommt? Weil irgendwie habe ich das schon das Gefühl, dass wir jetzt irgendwo ankommen werden. Hätte man sich das Ganze auch sparen können irgendwie. Gut, reden wir nicht weiter drüber. Wie heißt der? Henriksen kann schon auch... Richtig, der weiß schon, was er macht. Aber wenn er so schlau ist, warum ist er dann tot? Oder nicht hier? Das ist ein guter Grund. Und war aber nicht so klug. Guck doch mal, wie viel Energie noch da ist. Exakt. Okay, Drittel. Und boom. Ja, oh, wir sind da. Wer hätte das gedacht? Aber wir haben noch Energie. Ja, die ganze Zeit über war immer die Energie zu schnell alle und dann kommen wir an mit noch einem Viertel voll. Also die paar Meter hättest du noch laufen können. Durch den Felsen durch. Ja. Gut, weiter. Auf! Auf die geht die wilde Fahrt mit der Dampflokomotive. Okomotive, bitte. Okomotive, Verzeihung. Okay. Irgendwie warum nicht? Wollten die nicht jetzt. Und wieder Full Power. Hier wäre jetzt auch wahrscheinlich die Möglichkeit gewesen, Steam? Nee, Full Throttle zu kriegen. Bestimmt. Wusste ich's doch. Ja, du bist zu schnell. Das Ding wirst du halt nie wieder sehen. Du Vollidiot. Warum hast du nicht den Sauger angemacht? Ich bin nicht mehr hingekommen.
Jetzt latschen wir halt eine Minute durch die Wüste, ne? Oh, da ist... The fuck? Dennis? Go! Du stupid motherfucker! Oh, das kann ich mir so schön in Rollenspiel vorstellen. Oh Gott! Das soll so... Wir können übrigens sterben. And we just did. Scheiße, Alter. Holy shit. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, es ist nichts, was man retten kann, oder? Weiß ich nicht. Weil wir sind auch nicht mehr im Bild. Ich glaube, das ist nicht... Aber da müsste doch Fade to Black kommen. Du meinst so wie jetzt? Ja. Okay, merke. Nicht beim, aussteigen. Beim runterfahren, Sauger anmachen. Ja, ja, ja. Really? Und dann... You think? Vielleicht Gas geben. Oh, jetzt kriegen wir nicht mal den Schwung. Ja, Pech. Ja. Gut, aber du kannst gleich den Sauger dann anmachen und... Genau. Nochmal irgendwas reinschmeißen. Oh, ich glaube, wir haben mehr Treibstoff bekommen. Hey, die Glocke habe ich meiner Meinung nach schon verbrannt. Nicht vielleicht eine andere Glocke? Das kann auch sein. Sauger! Jetzt runter. Zu weit unten. So, und jetzt kein Problem. Einfach Fullspeed geben die ganze Zeit, weil wir müssen vor dem ausbrechenden Vulkan weg. Das ist ein bisschen wie Jurassic World 2. Eigentlich. Nein! Vollidiot. Naja. Das ist nicht nett, Dennis. Ich hab doch mit dem kleinen Roten da geredet. Das ist trotzdem nicht nett. Das stimmt. Da hast du recht. Gut erkannt. Bist ja gar nicht so doof. Das würde ich mir aufgeben. Das lasse ich erstmal. Genau, und dann stell dich an den Steam, den kannst du gleich abfeuern. Richtig, den braucht man nämlich. Oh shit! Ja, los einrasten. Ah, da kommt eine Staublawine hinter uns, die hat uns ja eben den Chaos gemacht. Dieses Mal nicht, Motherfucker. Ja, wir sind mit Fullspeed unterwegs, denn das hätten die bei Jurassic World 2 auch brauchen können, so ein Fahrzeug. Da mussten sie leider nur wegrennen. Ui. Aber weil sie super Hollywood-Helden sind, haben sie es geschafft, vor einem Vulkanausbruch wegzurennen. Wie mit wir. Mehrere hundert Kilometer schnellen Staub- und Schlammlawinen. Plus Lava, plus umherfliegende Steinblöcke. Und nichts hat sie getroffen. Das war alles sehr, sehr... Small fuck! Boom. Unser Treibstoff! That's kind of bad. I think. Aber ich wollte... Kannst du noch fahren? Nein. Aber wie... Und nu? Ich wollte aber noch den anderen Treibstoff verbrennen fürs Achievement. Mann. Du kannst es mit der Schweißkanone vielleicht noch anzünden. Es ging nur darum, sie zu zerstören. Du hast die Schweißkanone, hast keinen Zugriff mehr drauf, ne? Mhm. Oh, Fabian! Oh, es fährt ohne uns weiter. Wie? Naja, es hat noch ein Rad. Und es ist Wind vielleicht ein bisschen. Das war wahrscheinlich wegen des Windes. Okay, das funktioniert nicht mehr. Gut, laufen wir. Dann müssen wir wohl... Gut, dann laufen wir. Ich schätze einfach mal, das könnte das Ende sein. Vielleicht. Verdammt, dieses eine Fass. Aber zum Glück gibt's Quicksave. Ja. Direkt nach dem Ende dieses Let's Plays wird Fabian es laden und es noch verbrennen. Exakt. Ihr wisst es, wir wissen es. Und es ist uns allen peinlich. Muss ich? Ich muss doch irgendwie das wieder zusammenbauen. Ich kann nicht über den Hügel. Oder Moment. Bist du gehüpft? Nein, bin ich nicht. Du bist nur gelaufen, ne? Ja. Du bist nicht der klügste Mensch der Welt. Nee, ich bin der klügste Mensch der Welt. Du kommst nicht weiter, okay. Okay. Können wir... Kannst du es vielleicht ziehen? Also ich wollte auch gerade die Winch vielleicht benutzen. Okay. Was haben wir denn vorne noch drin? Wir haben nur Power, Steam. Und Power können wir aber nicht benutzen. Wir können den Anker benutzen? Nee, können wir nicht. Der ist eingedrückt. Du kannst das Segel ein- und ausfahren. Oh, du kannst das... Ich kann einfach das Segel ausfahren. Komplett ausfahren und dann geht's weiter. Da muss ich die ganze Zeit gedrückt halten. Ja.
Okay. Spaß für die ganze Familie. Da musst du wirklich. Okay. Weil es auch beschädigt wurde. Siehst du ja an dem Teil, was da raushängt. Stimmt. An der Seite. Und deswegen hält es nicht mehr von alleine. So, damit sind wir zumindest durch den kleinen Felsen durch. Sehr gut. Es ist aber ein tolles Gerät, das auch noch auf zwei Rädern fährt, statt auf vier. Das ist beeindruckend. Ah, ich muss nicht die ganze Zeit gegendrücken, weil wenn wir zu schnell sind, dann fahren wir unten gegen. Ah, und dann werden wir wieder langsamer sozusagen, ja. Uiuiui. Okay, hier sind eine Menge Fahrzeuge verendet. Ja, alle unsere Lokomotivvorgänger. Vielleicht, ja. Sieht auf jeden Fall so ähnlich aus wie wir. Waren also ein paar mehr Vulkanausbrüche. Oder ein großer. Kann auch sein, dass die alle gleichzeitig irgendwie verendet. Ja, das stimmt. Oh, das Meer. Da kommen wir dann nicht so richtig weiter. Wir haben schließlich kein Segelschiff. Hat jemand gerade gesagt Inside? Ja, tatsächlich. Das endet ziemlich genauso, nur ekliger. Das stimmt. Oh, müssen wir das jetzt als Segelschiffchen benutzen? Deswegen sind auch die ganzen maschinellen Teile hin. Weil das viel zu schwer geworden ist. Nein, müssen wir nicht. Das ist ich glaube nicht, dass es jetzt noch funktioniert. Ich glaube, du musst oben. Ich weiß. Ach ja, natürlich, du musst den Achievement MacGuffin holen. Richtig. Mit zum Ende mitnehmen, natürlich. Den Gartenzwerg. Briefkasten, aber close enough. Ja, aber es ist. Warum ist denn hier. Kannst du mir mal sagen, warum hier bitte noch Treibstoff ist? Als Deko-Objekt. Ja, komm mal. Da ist ja auch eine Möwe. Ja. Endlich mal Lebewesen. Da muss es rein. Da. Meinst du nicht, dass man da den. Nee, da. Sonst verbrenne ich den. Achso. Muss man den nicht verbrennen? Nein. Ich glaube, du hast es geschafft. Du hast das Feuer entzündet. Rohan wird dir zu Hilfe kommen. Oh nein, ich mag den Rohan doch gar nicht. Gondor ruft und wir folgen. Aber warum ruft er denn? Hat er Hunger? Ich rufe immer, wenn ich Hunger habe. Aber interessiert keinen. Ist ein Snickers. Okay, danke Möwe. Ja, tschüss, jetzt sind wir wieder allein. Flut? Ja, die Flut kommt. Wir kommen hier nicht wieder weg, das ist dir klar, ne? Warum? Die Flut kommt. Ja, aber wir kommen hier nicht wieder weg, weil unser eigenes Fahrzeug im Weg liegt. Es schwimmt aber gleich oben auf. Ah, wir haben natürlich mit dem Kohleofen da oben haben wir die Flut aktiviert. Ja, ja. Oder es ist Coincidence. Sogenannter Zufall. Nein. Denn sowas gibt es nicht. Die Wolken sehen hübsch aus. Kann ich noch mehr da reinfeuern? Tu es. Dafür liegen die Sachen da. Das Feuer ist größer geworden. Okay. Und es wird dunkel. Ah, wir warten jetzt die ganze Zeit. Aber ich hoffe, die wissen, dass Ebbe ja auch wieder vorbeigeht. Ja, ja, aber erstmal kommt die Flut, Dennis. Flut wieder vorbeigeht, meine ich ja. Ihr könnt ja vergessen, dass. Unser Generator erlischt. Das ist kein Problem, wir brauchen nämlich nur das Segel. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es hier nochmal weitergeht. Okay. Es wird dunkel. Es wird sehr dunkel. Wir müssen uns jetzt ganz nah an den Computerbildschirm ranbewegen, um überhaupt noch etwas zu sehen. Es ist jetzt stockduster. Und obwohl da Feuer ist. Abspannzeit. Ist es? Weiß ich nicht. Ich behaupte das jetzt einfach. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben die Flamme angezündet. Ich und bin verwirrt, Dennis. Dies symbolisiert Goodbye, Old Friend. A piece of home. Yes. Habe ich nicht verstanden. Das ist auf jeden Fall jetzt der Moment, wo man ein Interpretationsvideo auf YouTube sich angucken könnte. Und ein Resümee ziehen. Ja. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr kurioses Spiel, finde ich. Also ich finde, das hat ganz viel Seltsames, weil es, ja. Es hat so, ich sag mal, ausgeklügelte Spielmechanik mit vielen verschiedenen Knöpfen und so. Ja. Aber eigentlich braucht man das alles gar nicht, weil so gut wie jede Sache kommt irgendwie nur in einem Rätsel vor, jetzt leicht übertrieben gesagt. Genau.
Also du, das ist sehr situationsabhängig. Ja. Die einzigen zwei Sachen, die du wirklich dauerhaft benutzt, sind Motor und Segel. Ja. Das ist irgendwie ein dahingehend komisches Spiel, weil einerseits ist es wie Journey, wie es ja auch, es ist ja auch grafisch, ja. Ähnelt es ja so in diesem es hat sehr einen minimalistischen Stil. Oder auch Inside oder Limbo oder so. Mhm. So vom, es ist natürlich eine andere Art Stil, aber auch eben so minimalistisch. Und dann hat es ja eben diese zen-mäßige, entspannte Musik, dieses bisschen beruhigende und so. Man fährt mit dem Segelschiff sozusagen immer nur von links nach rechts die ganze Zeit. Genau. Hat dann aber diese vielen situativen kleinen Spielmechaniken drin, die irgendwie, vor allem passen irgendwie gar nicht. Das Ziel, was ja bei Journey auch erstmal nicht so klar ist, ja. Weil der Weg ist das Ziel. Ja. Hier anscheinend ist es ja wirklich wichtig, das Ziel zu kennen, weil man hat erst gesehen, irgendwas ist im Haus passiert, das ist total verwüstet. Dann habe ich diese merkwürdige Maschine, die ich mit Energie antreiben kann, die sehr futuristisch ist, aber trotzdem ist alles irgendwie apokalyptisch um mich herum. Wir fahren weiter und finden dann Anzeichen von einer Zivilisation, die untergegangen zu sein scheint. Eine riesige Arche, die auch komplett verlassen ist, den Erbauer unserer Lokomotive. Und dann am Ende entzünden wir ein Feuer. Jede Menge gestrandete Fahrzeuge, die dort auch irgendwie angekommen sind. Die Frage ist jetzt ja, ist das vielleicht der, wenn wir es jetzt mal auf, ohne dass ich jetzt 5-Meter-Ebene noch aufmache, ist das der einfach Abholpunkt? Der Abholpunkt für eine Rettungsmission und du hast davon erfahren, du weißt, dass es das gibt. Das ist ja diesen typisches, bei uns war es jetzt sozusagen Osten, aber oft ist es ja, wir müssen nach Westen kommen, dort gibt es noch etwas. Das ist so ein klassisches Thema in Filmen und Büchern. Dass man halt in eine Richtung geht oder jetzt, wenn man am Südpol ist, wir müssen nach Norden, weil wir sonst erfrieren, irgendwas. Ja. Es gibt halt immer diesen einen Zielpunkt, der ein bisschen unbestimmt ist. Ich erinnere jetzt zum Beispiel, vielleicht haben viele von euch Last of Us gespielt oder so. Das sind alles so typische Dinger. Im Westen gibt es noch eine Kommune, die noch nicht von Zombies überrannt ist. Oder ein Hospital etc. Irgendwas. Und es ist meistens eine Himmelsrichtung. Und hier war es jetzt halt, wenn man jetzt mal von links nach rechts als Westen nach Osten interpretiert, ist es dann irgendwie Richtung Ostküste oder Richtung Osten. Was halt aber auch geschuldet ist, weil es klassisches Spielelement ist, schon mit Mario angefangen, dass man immer von links nach rechts. Ja, möchte man ein Spiel spielen, wo man von rechts nach links läuft. Verrückt. Oh, Dennis. Gibt es bestimmt in Asien. Das ist so crazy. Also in arabischen Ländern wäre es ja wahrscheinlich Es gibt auch viele Spiele, die es dann kurzzeitig dann auch umgedreht haben. Kurzzeitig, aber vielleicht gibt es ja in Arabien Spiele, die von rechts nach links spielen, weil da ja die Schrift von rechts nach links funktioniert. Und in Asien gibt es ja häufiger auch mal Spiele, die von unten nach oben oder von oben nach unten funktionieren, weil da die Schrift von oben nach unten funktioniert. Ja, aber es gibt ja auch wie Tower Descent oder Ascent, ich weiß gerade nicht. Wo du halt jeweils die Horizontale abgehst und nicht nach links oder rechts. Fez. Was? Fez, das macht Fez, das Spiel. Achso. Nee, also vielleicht ist es jetzt mal ohne Metaebene, ist es einfach nur, du weißt halt, du willst dahin und du lässt dich jetzt abholen. Deswegen sind da auch die ganzen Fahrzeuge gestrandet und ohne jetzt Anzeichen von toten Leuten oder sowas. Mhm. Weil die sind dann einfach da angekommen, kamen dann da eh nicht weiter und haben dann das Feuer angemacht und sind halt abgeholt worden. Ja, das könnte sein. Vielleicht, so wäre jetzt sehr simpel, aber ich habe keine andere offensichtliche Erklärung. Nee. Vor allem die Welt scheint auch so aufgebaut zu sein, dass sie um diese Lokomotiven, Dankeschön. Ach so heißt die Firma. Smart. Ah. Ja. Aufgebaut ist. Richtig, dass man halt wirklich alles da hat. Räderwechsel, Treibstoff, wobei wir alles als Treibstoff verwenden konnten. Die Fahrstühle. Ja, es wirkt jetzt nicht so, als hätten wir den einen total krassen Prototypen, der sozusagen von seiner gesamten Art her, ansonsten fahren da nur normale vierrädrige Autos rum. Das wirkt es nicht, sondern als wäre das gesamte, die gesamte Welt durchdrungen von dieser Art Technologie. Und ich weiß jetzt nicht, zu welcher Erkenntnis mich das führt, aber das stimmt schon. Das ist ziemlich eindeutig. Ja, wir haben aber nicht so richtig rausgefunden, was der tiefere Sinn von dem Spiel ist. Nee, vielleicht einfach nur, dass man alleine ist. Hm. Dass man nur ein einziges Segel hat, nämlich ein Lone Sail. Und nachdem der Bruder gestorben ist, will man jetzt einfach weg. Wenn wir annehmen, dass man einen Verwandten hatte. Genau. Wie auch immer. Ja, also wir können nicht mehr anbieten an Interpretationen. Richtig. Oder schreibt uns einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt. Gerne, genau. Interpretationen bitte in die Comments. Und ansonsten gibt es bestimmt da draußen Farlone Sales Interpretation. Gibt es bestimmt ein paar YouTube-Videos. Ich werde mir garantiert eins angucken, weil ich mag sowas immer ganz gerne. Und wenn euch dieses Let's Play anregt zum weiter recherchieren und gucken, dann hat sich das ja auch schon gelohnt. Genau. Und vielleicht hat es euch so weit gefallen, dass ihr das Spiel euch auch holt.
wie gesagt, unten in den Kommentaren könnt ihr sagen, ob es euch gefallen hat. Und in der Videobeschreibung habt ihr gleich einen Link zum Steam Store. Genau. Da könnt ihr das direkt kaufen. Würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr das macht und uns sagt, wie ihr es fandet. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder mit Fabian und oder Dennis und beiden und allen oder niemandem. Genau. Vielleicht gibt es auch mal ein Let's Play ohne Menschen. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Ja, können wir spielen. Einfach auf Aufnahme drücken, ja. Und dann so StarCraft 8 gegen 8, ja. Und dann lässt man sich so einfach laufen. Lässt es laufen. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber gut. Ja. Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und genießt das heiße Wetter draußen. Tschüss.